Jo Leute, was geht ab? Wir reagieren heute auf ein Premium und zwar Montana Black versus Drachenlord. Von der Lostheit her haben sie sich beide eigentlich, ja, halten sie sich die Waage. Ich bin sehr gespannt, abonniert gerne den Channel, dass nichts mehr passt. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und für mehr vom Lance natürlich auch folgen. Auch auf its-tobi auf TikTok könnt ihr gerne vorbeischauen. Links wie mal unten in der Bio und wir starten los. Rentner reagiert auf Oga. Auf Germans. Auf Germans. Mensch, Rainer, Digga. Ohne Scheiß, ich fand dich sympathischer, als du die XXL Mega Dildos getestet hast. Wie wär's mit Get on my level? Komm doch erst einmal auf mein Niveau, bevor du dich über mein Niveau lustig machst. Weil, egal ob ich eine Gesichtskürmis bin oder nicht, besser aussehen als du. Du hast sogar mein kleiner Finger mit Dreck unterm Nagel. Weißt du Bescheid? Ihr könnt auch noch andere Streamer oder YouTuber fragen, ob die Bock hätten zu fighten. Leute mit Reichweite, Leute aus unserer Bubble, die wir kennen oder irgendwie sowas. Ich hätte da einen Vorschlag. Das wäre mal eine richtig, Ich glaube, Monte hätte keine Chance, oder? Der würde ihn doch zerfetzen. Wer würde gewinnen? Was läuft? Also Monte doch, sorry, aber Monte hat da keine Chance. Also allein von seiner Masse her ist er, Drachenlord dann um eine Ecke größer. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich glaube, der sitzt doch im Gefängnis, bin mir nicht sicher, aber kann gut möglich sein. Aber trotzdem, wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich glaube nicht, dass ich das einer von beiden antun würde. Willkommen zum nächsten Video. Nach dem Kampf mit Shani, werd den umhauen, 100%. Ja. Ohne Wenn und Aber, du bist der Nächste. Ja? 100%. Ich komme nicht darauf klar, dass wirklich ein Google Street View Auto Never. Durch diese belanglosen Straßen gefahren ist. Ich meine, hier passiert ja nichts. Sicher, dass da nichts passiert? Wieso soll ich denn Bann dafür kriegen? Ich fahre hier einfach durch. Ich fahre, also auch jetzt mal abgesehen von den Straßen. Das pennt er einfach nur. Heute erstellen wir Drachenlords Zeugniskinder. Fach 1. Was ist das? Zweistellig ist doch im Normalfall 1000er Bereich, oder? Denk ich mir. Oder ist das 100er Bereich? Einstelliger Bereich sind doch so 10 bis 20, oder? Aber sechsstellig ist doch eigentlich eine Million. Egal. Fach 2. Religion. Mein Leben kann man ein bisschen mit dem Tod von Jesus vergleichen. Sechsstelliges Millionen. Ja, ich meine vielleicht die Nullen. Also, das kann man ihnen natürlich noch gut reden, aber ja. Religion. Fach 3. Schwimmen. Und zu guter Letzt, Biologie. Das kann er gut. Hast du ein Chromosom mehr als andere? Weil die meisten Leute mit 27 Chromosomen sind laut Studie psychisch stabiler. Ich habe noch nie meine Chromosome zählen lassen. Ich habe noch nie meine Chromosome gezählt. Oh mein Gott, der Arme. Er ist überhaupt genommen worden und er weiß es nicht mal. 10 Euro. Das juckt ihn so gar nicht. Das ist jetzt das zweite Mal. Und Fahrradpolizisten? Nee. Das waren tatsächlich richtige Beamte, also. Richtige Beamte. Finde eingeben und grün bestätigen. Wahrscheinlich viermal die Null oder so. Was war das denn für ein Kommentar? Viermal die Null oder so? Das war ein bisschen höher sein. Irgend so ein Auto für 200.000 mit dicke Rolex. Der Typ geht gleich erstmal direkt um die Ecke für 200 Euro Super Plus tanken. Der fährt perfekt Auto. Der ist so clean. Ein Arm oben am Dach. Guck mal, was er für geile Rookie-Hände hat. Arme aus dem Fenster. Der genießt den Wind. Mit der, MK. Der kann 2 Stunden am Stück perfekt Auto fahren. Der fährt besser als die Leute hier aus dem Chat. Sneaker. Schon wieder. In ruhig, der guckt doch nicht mal geradeaus. Der guckt doch mal nach links und rechts. Genießt das geile Wetter, den Fahrtwind. Der ist auch richtig schön fett. Der hat eine super geile Friese. Jetzt wird's nicht. Der fährt einfach richtig gut. Guck mal, wie smooth er um die Kurve fährt mit einer Hand. Bruder.
Wer hat denn das jetzt gemacht? Da, Digga, scheiße. Ja, okay, Digga. Es ist das. Wer hat denn das gemacht? Okay, ey, man kann es auch wirklich übertreiben. Bruder, die würde ich nicht mal ficken. Ah ja, er hat's wieder. Leichte Beute. Das fühle ich, Digga. Vollbart finde ich geil. Sind wir auf unserem Weg für den Teufel? Das weißt du, Bruder. Gut. Digga, was soll denn die Scheiße? Ich sehe aus wie einer aus der Penny-Doku. Ja, und mit einem Bierchen in der Hand und erzählt, dass er 30 Jahre Alkoholiker ist, Alter. Monty, du warst aber wirklich unter Penny-Doku vertreten. Hallo, oha, ne. Moin Drache, was hast du so im neuen Jahr vor? Mit und nackt durch die Stadt rennen. Was? Blöde Frage, blöde Antwort. One week later. Lieber Arsch oder Brüste? Das ist eine coole Frage. Und eine vernünftige Frage vor allem. Das ist immer schön, dass mal Fragen auch so gestellt werden. Jens hat in der Vergangenheit schon mehreren Freunden Playbuttons geschenkt. Aber eine Person war ihm dafür ganz besonders dankbar. Ich weiß, dass sich jeder darüber freut. Rimex, über Marcel, über mich. Ich weiß bei Marcel nicht, ob er sich darüber freut. Doch, dem habe ich auch mal einen Golden gemacht, er hat sich sehr gefreut. Ich habe ein Glück gesehen, wie er gesagt hat, er hat sich jetzt nicht so gefreut. Ich bin's. Stimmt das? Du hast dich nicht gefreut. Hugo hat es mir gerade am Telefon gesagt. Du hast dich nicht gefreut über den goldenen Button damals. Das habe ich dir doch schon selber gesagt, Digga. Was? Ja. Aber auf dem Foto bei Instagram bin ich gerade drauf, der Laste. Nase, wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Die Homies gar nicht abfühlen. Es tut mir echt leid. Wenn der Boxkampf stattfindet, müssen die am Eck von Revi seiner Ecke stehen. Mit dem Handtuch und mit dem Eimer. Ich könnte es auch machen. Mach. Ja, ja. Das fliegt safe runter, oder? Hält nicht runter, bist nicht schlecht. Wow. Nein. Clean, Mann. Clean, Mann. So ein Volltrottel. Es geht runter. Irgendjemand muss da draußen ein Edit machen, Digga, wo nicht der Joghurt ist, sondern wo ein schöner kleiner Jack an der Seite ist und Simon voll schießt. Glaube, das geben einen Strike, aber kriegst wenigstens das hier. Oh nein! Bohren da ein Loch in die Wand, das soll man woanders rumbohren. Und wenn wir eh schon bei alten Monte-Clips sind. Anton, lass dir gut gehen, Digga, war korrekt. Skaff, skaff! Dir geht's beschissen. Du hast euch deine Freundin hat mit dir Schluss gemacht. Du weinst Tränen. Paul, kannst du mal aufhören, bitte? Einfach mir die Kamera in die Fresse. Hol dir zwei Katzen, haben sie gesagt. Das wird schön, meinten sie. Du hast meine Brille kaputt gemacht. Den Hauptschulabschluss? Was habe ich für Karte abbekommen? Das ist meine Hose. Die Knechte haben auf meinen Sitzsack gepisst. Eine Woche keine Leckerli. Es ist Pisse gewesen. Das kriegst du eine Woche nicht mehr zu sehen. Niemand bewegt sich. Reicht's mir jetzt wirklich nicht auf. Scheiße, ne? Miau, miau. Ist nicht cool, wenn man nicht schlafen kann. Nicht in meine Hose. Du kommst da jetzt raus. Geht's doch. Lass das. Du weißt, wie teuer die war? Nein, lass. Ziemlich nass hat wieder, aber ihr kennt den Channel nicht vor. Ja, Katzen sind halt eben so. Und wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok nochmal oder auf Instagram. Wir werden auf jeden Fall auf den neuen McLaren rübergehen. Vielen Dank fürs Zugucken und everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.